Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Heute gehen wir selbstverständlich weiter. Oder sollten wir erstmal irgendwie rauskommen? Ja, rauskommen ist, glaube ich, eine gute Idee. Wir haben in der letzten Folge die Synths abgewehrt, die auf jeden Fall die Burg gestürmt haben. Und nun werden wir zu unserem Kollegen gehen, dem, wie hieß er nochmal? Ich wollte schon Tracer sagen, aber das ist Overwatch. Bitte was? Der schwimmt hier rüber? Okay, zu Preston Garvey, genau. Und anscheinend schwimmt er hier gerade rüber. Gut, dass ich die Türme nicht entfernen muss. Das wäre ein bisschen scheiße. Ich kann gar nicht schwimmen, ne? Ich glaube, das ist er. Ups. Oder auch nicht. Preston? Ja, der muss hier irgendwo sein, aber ich sehe ihn nicht. Obwohl, ne, das war ein Wassertropfen. Wo ist denn der? Ach, der ist da ganz hinten. Kommt er hier angelaufen deswegen extra oder was? Ja. Gute Neuigkeiten. Der Angriff auf die Burg ist gescheitert. Das werden sie so schnell nicht nochmal versuchen. Gut. Jetzt sehen die Leute, dass sie nicht unaufhaltsam sind. Ich habe ein paar gute Neuigkeiten für dich. Sturges hat einen Weg ins Institut gefunden. Wir können mit dem Angriff beginnen, sobald du den Befehl dazu gibst. Weg hinein. Und was ist das für ein geheimer Weg? Er hat die Daten analysiert, die du mitgebracht hast. Da war auch eine Karte des gesamten Gebäudekomplexes dabei. Er hat einen alten Tunnel gefunden, der noch zur Oberfläche führt. Kühlwasser für den Reaktor. Ich schätze, dass du so reinkommst und den Teleporter sichern kannst. Dann können wir mit ihm unsere restlichen Truppen holen. Wir kämpfen uns zu ihrem Reaktor vor, platzieren eine Sprengladung und verschwinden wieder. Das ist riskant, aber ich hab's schon mal gemacht. Gefällt nicht, dass wir uns auf diesen Teleporter verlassen müssen. Mir auch nicht. Aber der Tunnel, den Sturges gefunden hat, eignet sich nicht, um einen ganzen Angriffstrupp reinzubringen. Der Zugang liegt unter Wasser. Die Details hat Sturges für dich. Ich sorge dafür, dass die Minutemen bereit sind, auf dein Signal ins Institut hinein teleportiert zu werden. Hallo. Eine weitere Siedlung hat uns um Hilfe gebeten. Hier sind die Koordinaten. Begib dich so schnell wie möglich dorthin. Wir haben ihnen versprochen, dass wir für sie da sind, wenn sie uns brauchen. Tja, kann ich was für dich tun? Komm mit mir. Ich brauche deine Hilfe. Na klar, General. So, jetzt ist er bei uns. Wir müssen als nächstes... Nein, nicht zur Kinderkrippe. Da, sprich mit Sturges. Das wollen wir machen. Wir sollen mit zwei... Hast du die Kinderkrippe her? Hast da aber eine richtig tolle Waffe, du. Naja, egal. Ich wollte ihn nur mitnehmen, extra für die Quest. Damit wir ihn dann da ansprechen können und nicht extra zu ihm müssen. Dann bin ich mal gespannt, wie das Ende von The Minutemen aussieht. Wobei das Ende, das kann man ja nicht so sagen. Das war so eine mickrige Szene, wo er gesagt hat, ja, ich hab mich verändert. Ich hab meinen Sohn getötet und ja, cool. Toll. Einfach nur toll. Großartig. Jax hat dafür gesorgt, dass ich reisetauglich gebaut bin. Seine Modifikationen werden noch eine ganze Weile ausreichen. Ich glaube, an der Ecke fehlt hier ein bisschen was. Naja. Warum du mal draußen rumhängst, weiß ich echt nicht. Hey Boss, ich hatte gehofft, dass du mal vorbeischaust. Ich habe einen Weg ins Institut gefunden. Was war auf dem Holoband? Die Daten, die du aus dem Institut geholt hast, enthielten auch einen Plan des gesamten Gebäudekomplexes. Einschließlich der älteren Teile, die noch zum CIT gehörten. Offenbar nutzen sie noch immer ein altes Wasserrohr, das in den Fluss mündet. So bekommen sie Kühlwasser für den Reaktor. Der Zugang liegt unter Wasser und wird durch ein Sicherheitsgitter blockiert. Außerdem ist das gesamte Rohr mit der Warnung hohe Strahlenbelastung markiert. Einen anderen Weg hinein konnte ich nicht finden. Es heißt also entweder so oder gar nicht.
Unter Wasser und bei hoher Strahlung ein Sicherheitsgitter durchbrechen? Klingt nach jeder Menge Spaß. Ja, ich weiß. Aber es gibt keinen anderen Weg hinein. Ich habe in den Daten auch den Code für das Gitter gefunden. Du musst also im Grunde nur den Weg hinein überleben. Sobald du drin bist, musst du auf die Hauptsteuerung des Transmitters zugreifen und dieses Holoband benutzen, um die anderen ins Institut zu teleportieren. Okay. Verschaff dir Zugang zum Institut. Ups. Ja, jetzt kann ich da noch mal hin. Wieso ist hier eine Markierung? Ich bin einfach so blöd. Freunde, ich gehöre geschlagen. Ich gehöre einfach nur geschlagen. Komm, sie hat hier Ruinen. Wir reisen da jetzt einfach hin. Scheiß auf die Markierung, die da ist. Oh Mann, genau, wir wollten doch diese Waffe hier verändern, ne? Ja gut, momentan bringt das ja nichts. Wir sind ja momentan in der Schleife. So, ich soll auf die andere Seite, ja? Oder war die Waffe scheiße? Ich erinnere mich, dass wir da irgendwas gemacht haben. Egal. Besprechen wir das ein anderes Mal, wenn wir soweit sind. Wollt ihr mich nicht verarschen? Hä? Okay. Die Markierung ist zwar nicht auf dieser Seite, aber... Ja, gut, wir laufen einfach mal hin, wo unsere Markierung uns hinführt. Und lassen uns überraschen, was passiert. Ich denke mal, wir kommen hier zum Wasserrohr, aber die Markierung ist trotzdem scheiße. Oder falsch. Oh, hi. Zumindest siehst du mich nicht? Hä? Oh. Wo ist Preston? Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Ist das? Du bist ein Räder. Du bist ein Räder. Ein toter Räder. Irgendetwas sieht mich hier noch. Aber ich kann es nicht sehen. Hä? Verteilt euch! Findet sie! Achso. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Ja und? Ich hab schon oft gesagt, dass ich ein verfickter Feigling bin. Und trotzdem lasst ihr mich nicht in Ruhe. Ich hasse leuchtende Orte. Da will ich mal hingehen. Hast Angst, was? Solltest du auch haben. Nichts mehr zu sehen von ihnen. Wo bin ich? Was zum? Oh nein! Was zum? Ich werde dich finden. Oh Gott. Wo ist der Rest? Ah, da oben bist du, kleiner Hanswurst. Aber ich schleich mich einfach vorbei. Die sind zu schwach für mich. Das lohnt sich nicht, Freunde. Das lohnt sich nicht. Brauchst dich nicht verstecken. Ist bald alles vorbei. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob wir schwimmen können. Oder müssen. Aha. Müssen wir nicht. Okay, perfekt. Schade. Hätte man das irgendwie gewusst, dass da so ein Rohr ist, wäre ich als allererstes mal dahin gegangen. Na gut, das muss man schon. Komm ich hoch? Ich komme hoch, ja. Glück gehabt. Wäre ich schon früher hierher gekommen. Nur um zu gucken, was hier ist. Aber ich glaube, wir wären nicht weitergekommen wegen dem Terminal hier, ne? Hört sich an wie so ein Telefon. Gut, knacken wir erstmal das Ding hier. Ach, wie ich es liebe, Schlösser zu knacken und Terminals zu hacken. Das ist das Liebste, was ich im Fallout-Universum mache. Ich muss sagen, am Anfang mache ich das immer sehr gerne. Aber am Ende ist es einfach nur so ein... Schon wieder. Das reizt sich irgendwie ein bisschen aus. Aber wir können das schon lösen. Also. So, Tür öffnen.
Dann schauen wir mal, was sich hinter Tür Nummer 1 befindet. Eine Truhe. Eine Kryomide, die nehme ich auch noch mit. So, die kann ich dann meinem Sohn einfach mal in die Tasche legen. Jetzt habe ich das aktiviert und du? Hä, wieso bin ich jetzt da? Bin doch bis hier hinten hingelaufen. Scheiß drauf. Was genau soll ich jetzt hier tun? Ich hab doch hier... Gut, es geht auf jeden Fall schon mal nicht mehr. Hey. Das ist verwirrend, Freunde. Das ist verwirrend. Was wollt ihr von mir? Soll ich jetzt einfach wieder raus? Oder gehen wir einfach mal hier in diese Röhre? Och Mann, warum musst du so langsam laufen? Auch eine Mod, die mir es erlaubte, im Wasser schneller zu laufen. Geronimo! Nice. Ah, ziemlich vollgemüllt. Dafür, dass... das Institut so clean ist. Es ist hier ganz schön scheiße. Dein Ernst? Okay. Okay. Ich habe überhaupt nicht auf mein Leben geachtet, weil ich nicht im Leben darauf gekommen wäre, dass die mich töten. Denk doch an sowas. Komm, schneller. Okay. Direkt mal Rache. Mistviechers. Okay, schleichen wir durch die Gegend. Das reicht mir. Einmal sterben reicht mir komplett aus. Ja, so viel zum Thema Schleichen. Wobei, hier ist sowieso nichts. Ich muss halt nur wieder auf mein Leben achten. Denke ich auch gar nicht dran. Habe ich ja ewig nicht mehr gemacht. Gibt es auch irgendwie einen Knopf zu dieser Tür? Oder wir öffnen die Luke einfach so. Aber wo sind wir hier genau? Kommt mir irgendwie nicht bekannt vor. Kommen wir denn da raus? Ist es wieder diese Tür an der Seite? Muss es ja sein, ne? Was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen. Alter, jetzt sei mal nicht so fett! Geht doch. Was bist du denn für ein Riesenviech? Alter! Guckt euch das Monster an hier. Krass. Maulwurfsratten-Brutmutter, waren die schon immer so fett? Ich verstehe nicht ganz, warum die das hier alles so vollmüllen. Das ist doch nicht gesund. Das Institut sieht alles so clean aus, weißt du? Und dann gehst du da in ihr Abwassersystem und dann ist hier einfach alles voller Scheiße. Okay, ich wollte es versuchen. Sorry, ich musste niesen. Oh Gott. Kämpfen und niesen, Mann. Oh. Vielleicht wollte ich doch nicht da oben. Kommt doch noch mehr? Bleib mal ruhig drin. Mach dir mal keine Umstände. Und du auch. So ist es wenigstens, wo wir lang müssen. Huch! Okay, Mopsi. Das sehe ich als Gefahr. Alter, wo kommst du denn her?
Okay, mein Aiming ist gerade vollkommen scheiße. Du willst mich verarschen oder was? Kann er nicht treffen? Jetzt lass mich am Leben! Ich steck fest! Jetzt verzieht euch doch mal! Gott verdammt! Ich will doch nur leben. Das ist zu viel verlangt. Ich hab zu viel Doom gespielt. Bei Doom ist ja alles ein bisschen schneller und wendiger. Bist du aber. Okay, ich dachte schon, er steht drauf. Und jetzt lass den Scheiß! Da kommt ja noch mehr. Habt ihr es jetzt langsam oder was? Bei Doom ist ja alles mal so schnell. Und man dreht sich doch viel schneller. Total ungewohnt, dann plötzlich Fallout zu spielen. Level 74. Aber ich scheiß drauf. Und noch so Mopsy. Du hast gerade erst den Kollegen platt gemacht. Immer schön aufs Beinchen. So, zack. Der steht hier immer noch. Auf zu stehen. Alter, ich habe eine Waffe, die Füße verkrümmelt, weißt du? Und der Typ kippt einfach nicht um. Das stimmt mit dem nicht. Kommt doch gleich wieder was von oben runtergefallen. Ich weiß es. Ich warte auf euch. Oder auch nicht. Hä? Oh. Gerade noch rechtzeitig. Gerade noch rechtzeitig. Ich merke gerade, ich habe gar nicht mehr so viel Munition am Start. Reparaturen sofort beenden. Fortwährende Exponierung wird nicht empfohlen. Es handelt sich um einen Klasse 2 Belastungsbruch. Das Reparaturprotokoll kann nicht beschleunigt werden. Gebietscans unvollständig. Und in der Bestimmung möglicher Bedrohungen. Systeme offline. Welche Frau hat da geredet? Ich sehe keine Frau. Ist auch niemand. Experte? Okay, das heißt, es muss eigentlich noch einen anderen Weg reingeben, ne? Ich hab jetzt keinen Bock drauf, Experte zu knacken. Nein, 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 nicht töten, nicht töten. Okay, right away. Stimpact. Ich will lieber den richtigen Weg gehen, weißt du? Anstatt hier die ganze Zeit zu cheaten, das Spiel für zu verkürzen, nee. Muss nicht sein, Dude. Wir machen das ganz chillig und kriegen sogar dafür einen Kern. Ist das nicht nett? Sicherheitstor wieder? Nö. Obwohl, Sicherheitstor geht ein bisschen leichter, ne? Kürzer. Egal, gehen wir den lang hier. Gehen wir hier entlang. Man muss nicht alles knacken, was man sieht. Eventuell müssen wir es doch. Sensor meldet feindliche Präsenz. Noch jemand hier? Bitte zeigen Sie sich. Für wie dumm hältst du mich eigentlich? Überaktive Sensoren, mehr nicht. Fahre genau. Runter. Und schon bist du tot. Oder runtergefahren. Aber irgendetwas ist hier noch. Wie zum Beispiel dieser Fahrstuhl mit Munition. Okay. Schutz noch irgendwas? Ach, diese Scheiße, geht mir auf den Sack. Bitte, wie viel HP hast du mir abgezogen? Sag mal, hackt's noch oder was? Der hat mich fast umgebracht. Hm. Was stimmt nicht mit diesen Turrets? Ich sollte öfters mal nachgucken, ob hier jetzt in der Nähe ist. Jetzt bekomme ich langsam mit Angst zu tun. Hier ist eine Tür. Ah, nicht verschlossen. Sehr schön. Ein Reaktor, sag ich schon. Munition. Eine Kamera. Rekorder. Genau so hießen die damals, ne? Rekorder. So, das ist die andere Seite, die wir kennen. Wer sagt denn heutzutage noch zu einer Kamera Rekorder?
Kennt jemand noch Kassettenrekorder? Ha, das war noch Zeiten, Freunde. Ah, ich bin alt, ich weiß. So, wie kommen wir jetzt darüber? Auch wieder durchs Wasser? Rohr? Oh ja, klar. Immer schön durch die Matsche pumpen. Hä? Ich habe mein Licht an und es ist trotzdem hier so stockduster. Ich wollte schon sagen. Warum ist es hier so duster? Mein Licht bewirkt rein gar nichts. Guckt's euch an. Ah, andere Tür. Sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Ja. Terminal einladen, ne? Hatten wir ja schon mal das Problem. Willkommen bei Termlink von Rocco. Ah, ich soll jetzt auch noch abspielen. Dann soll es nur reinlegen. Zwei? Ihr schickt mir zwei? Ich wollte schon sagen. Na, Preston? Mann, scheint noch alles dran zu sein. Wenn du mich fragst, es lohnt sich immer für die Freiheit zu kämpfen. Das ist also das Institut. Sie hätten einfach auf ewig hier unten leben können. Warum mussten sie sich mit uns anlegen? Höchstwahrscheinlich wegen mir? Das ist jetzt nicht mehr wichtig. Tun wir, was zu tun ist. Du hast recht. Wie dem auch sei. Jetzt sind wir hier. Es gibt also kein Zurück mehr. Du wirst das hier brauchen. Es ist eine Fusionsimpulsladung. Sobald sie am Reaktor angebracht worden ist, können wir sie fernzünden. Dankeschön. Wenn du das Ding am Reaktor platzierst, können wir eine Explosion auslösen, die alles vernichtet, was das Institut je geschaffen hat. Sorg nur dafür, dass die Zivilisten eine Chance zur Flucht haben, bevor wir den Laden in die Luft jagen. Wir wollen ja hier keinen Massenmord begehen. Wir sollten uns beeilen. Es wird nicht lange dauern, bis sie dahinter kommen, was wir vorhaben. Sturges, kümmer du dich um diesen Teleporter. Das Ding muss so schnell wie möglich einsatzbereit sein. Du holst uns wieder nach oben, sobald wir dir das Signal dazu geben. Und du lässt jeden aus dem Institut raus, der raus möchte. Vorausgesetzt, er schießt nicht auf dich. Verstanden, Boss. Der Teleporter wird bereit sein, wenn du ihn brauchst. Und jetzt los. Okay, die Evakuierung haben wir beim letzten Mal schon eingeleitet. Das kriegen wir auch nochmal hin. Wie soll jetzt hier lang gehen? Achso, sind wir beim letzten Mal auch schon, ne? Ich glaube, ich hab hier drüben was. Wo? Okay, lass uns mal gucken. Ah, da ist wohl doch nichts. Ja, hast du nur eingebildet. Hab doch gerade irgendwas gesehen. Warte, da draußen ist... Was ist da gerade passiert? Gleiche Aktion beim letzten Mal gehabt, weißt du? Der Zero, der kann nicht dazu lernen. Ich glaube, die gleichen Fehler. Ist der Legendäre wieder am Start? Glaub nicht. Kann deinen Kopf sehen. Hey! Und wieso machen die mir jetzt keinen Schaden? Haben die Türme dafür oder was? Ich hab keine Ahnung mehr. Oh, was willst du jetzt machen, hä? Willst du jetzt weinen? Oh, guck dir die Pussy an. Alles in Ordnung. Was? Alter, diese scheiß Dinger, ne? Theoretisch müssen wir ja nicht nur nach unten, ne? Ah, gehen wir den regulären Weg. Wir kennen ja den Weg mittlerweile, ne? Er hat beide Arme verloren, oder? Nee, nur einen. Ja, komm. Jetzt haben beide ihre Arme verloren. Ich liebe Sins. Ach, du lebst ja noch. Ja, ja, ich lasse dich mal am Leben. Oder auch nicht. Ich hab sie verloren. Aus dem Weg. Ich will dich nicht töten. Das Institut beschädigt.
So. Seht ihr, Freunde, ich bin friedlich. Es gibt immer eine friedliche Lösung. Man muss ihm nur so lange ins Gesicht schlagen, bis er aus dem Weg geht. Bitte, Chef. Fehler. Dieses Mal versteckst du dich nicht. Hallo? Ich werde angegriffen. Ha! Den Arm zerfetzt. Systeme offline. So, wen haben wir denn noch hier so Schönes? Ach, nee, ich bin versteckt. Hier dürfte keiner mehr sein, oder? Ja, das kennen wir alle schon, das kennen wir alle schon. Ist da jemand anwesend? Nein. Dachte ich hätte was. Oh, da sind aber drei! Ich dachte, hier ist keiner mehr. Da ist ja noch einer. Da ist ja noch einer. Hier ist irgendwo ein Nest. Ich wurde getroffen. Ich wollte eigentlich eine Granate werfen. Aber kein ausgerüstet. Ich hab genug davon, Angst vor dem Institut zu haben. Immer weiter! Findet ihr nicht auch? Die sehen alle ein bisschen aus wie eine Arnold Schwarzenegger. Oh! Wieso leuchtest du? Ah, oh, ne, der brennt nur. Ja, jetzt geh mir aus dem Weg! Mann! Die machen mir überhaupt keinen Schaden, aber die Turrets, die töten mich sofort, weißt du? Ich hatte keine Wahl. Seltsam. So! Und schon sind wir wieder hier unten, wo wir es letztes Mal auch schon waren. Wir sind keine Roboter, aber auch keine richtigen Menschen. Die ist verrückt, ne? Ist alles nur Metall. Hm. Natürlich sind das Roboter. Hast du doch gesehen. So. Dibiosense. Oder wie auch immer der Ort heißt. Und wieder ist alles stockduster hier um mich herum. Okay, diesmal töten wir keine Zivilisten. Oh. So sieht das also hier aus. Mann, kein Wunder, dass sie lieber hier unten sind. Ach, die Gorillas. Hast du das gesehen? Okay. Ich hab nichts gesehen. Ich bin gerade auf dem Weg hierhin. Ich hab mich verlaufen. Hä? Ich glaube nicht, dass ich das letzte Mal diesen Weg gegangen bin. So, die Sins können wir aber easy töten. Sind ja keine Zivilisten, ne? Ach, sehr schöne Deckung. Alter. Scheiß Hitbox. Das war tatsächlich eine gute Deckung. Ich will hier raus. Ja, Level Up, das ist schön. Ja, cool. Das war ein Schleichweg, Freunde. Wow. Das letzte Mal sind wir ja quer durchgegangen, haben alles getötet, was wir gesehen haben. So. Greife an. Ich bin sehr froh, dass du nur ein Sünd warst. Alter. Gott, ist das nervig mit dir. Hör auf, unsichtbar zu sein. Erleide Schaden. Alles, was sich nicht wehrt, müssen wir nicht töten. Alter, aber wenn er mir jedes Mal in den Weg läuft, kann ich nichts dafür. Da war der Unsichtbare wieder. Jetzt lauf hier! Hau doch mal ab, Mann! Aus dem Weg! Du gehst mir auf den Sack! Ganz ehrlich! Boah, das läuft ja vor meiner Fresse die ganze Zeit rum. Okay, wunder, dass er dann stirbt. Kannst du mal sterben? Okay, okay. Wie gefällt dir das, hä? Penner. Ach, du schießt da hinten rum wie so ein Wilder, ja? Ich glaube, ich treffe die ganze Zeit die Wand. Ich glaube, das ist mehr als einer, oder? Offensichtlich, ja. Komm, wir schießen ihm seinen Fuß kaputt. Das ging schneller als gedacht. So. Wie komme ich jetzt zu meinen Papas? Zu meinen Papas, ja. Gutes Deutsch. Aber wir müssen auf jeden Fall zu meinem Vater, doch nicht zu meinem Sohn. Das irritiert mich so mit meinem Vater und meinem Sohn, ey. Ah, ich kann ja auch gar nicht hin, ne?
muss ja erstmal das hier besiegen. Ist natürlich schön, wenn ich hier die ganze Zeit versuche abzuschießen, wenn dann eine Glasmauer ist, ey. Ich bin genauso intelligent wie die. Kampf initiiert. Hau ab! Hilfe! Erdbeer! Nein! Schon wieder so ein unbegrenzbare Magazinkapazität. Nice! Schade, kann ich das nicht, dass ich das nicht behalten kann. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Wo sind eigentlich meine Freunde, die mit mir kämpfen sollten? Ey, der Typ, der... Hör auf, mir vor der Flinte rumzulaufen! Was bist... Okay. Bist du nicht der Typ, der mit dem ich hier fliehen sollte und so weiter? Doch, klar. Ey, flieh mit mir. Oder auch nicht. So. Wo bist du hin? Ich such dich. Oder dich such ich. Das war der, dem ich ins Bein geschossen habe. Ah. Du bist Wissenschaftler, ne? Hey General, ich habe den Reaktor gefunden. Du musst in die Abteilung fortschrittliche Systeme. Die ist allerdings leider abgeriegelt. Ich kann das von hier nicht überbrücken. Der Befehl kann nur vom persönlichen Terminal des Direktors aus erfolgen. Du wirst dir irgendwie Zugang dazu verschaffen müssen. Ah, wegen der Evakuierung und so weiter und so fort. Gut, Freunde, ich würde sagen, da wir beim letzten Mal hier auch aufgehört haben, hören wir jetzt hier auch auf und sehen uns dann morgen wieder, wenn wir das Institut übelst in die Lüfte jagen. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Immerhin ist es nur einer. Lass doch die Zivilisten am Leben. Oh, der sieht nicht wirklich... Bist du nicht der Z? Warte. Das wär's. Den kannst du nicht umbringen, Dude. Der gehört zu uns. Ist der dämlich. Naja, ciao. Wir kriegen das hin. Ganz ruhig. Jetzt ist es zu spät. Jetzt kriegst du den nicht mehr hin.